So, jetzt haben wir Wachtürme, wa? Ja, aber sowas von. Herzlich willkommen zurück. Hello. Ich habe 4 gebratene Hühnchen oder sowas. Die heilen plus 140 aber gerade mal. Oh. Das Smoked Ham, das gibt wesentlich mehr. Ich guck gerade mal nach den Quests. Hunter Quest, so. Execute, ja, das habe ich schon. Wie sieht's bei dir aus mit den Quests? Ja, ich bin auch gerade in der Hunter Quest. Dafür brauche ich aber ein bisschen Hasenfell im Inventar. Ah, Hasenfell. Oh, meins hat's jetzt wohl aufgebraucht. Ja, ich aber in der Truhe müsste noch liegen. Ja. Genau. Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Er töte einen Troll. Yay! Dein Ernst? Das könnte ja sein, ne? Oh, ich dachte echt, du meinst das ernst. Ich konnte es mir vorstellen, dass sowas mal kommt. Hätte ich jetzt erstmal im Strahl gekotzt, ne? Mhm. Man muss Spaß haben. Honey Pumpkin und... Also, ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten, stimmt. So, ich mache uns jetzt mal ein bisschen Bretter auch. Okay, aber nicht vor den Kopf, bitte. Das besorgen wir schon selbst. Ah, Wolfhound Quest. Ich will nämlich ganz gerne unsere Außenanlagen ein bisschen ausbauen. 5 Wolfsfälle brauchen wir. Naja, die haben wir auf der Tasche, würde ich sagen. Ne? Ja, die haben wir locker flockig auf der Tasche. Wir waren ja schon fleißig beim Töten. Darin sind wir gut. 5 braucht man dafür. Ja, müsste trotzdem für uns beide reichen. Ja, ich nehme mir nur 1 raus. Ah, hier verlierst du auch so den Überblick. Was jetzt in der Truhe liegt, was du noch reinlegen kannst. Die Truhen, wenn die einfach vielleicht noch 2 Reihen mehr hätten oder so. Klar, das wird dann den Bildschirm ein bisschen mehr verdecken, aber man wird vielleicht auch alle Pflanzen einer Gattung unterbringen können. Ja, verstehe, was du meinst. Das können wir ja in Lada Games schreiben, was wir dann so dazu gedacht haben bisher. Ja. Na okay, aber vielleicht kommen ja später auch Kisten, die man irgendwie upgraden kann oder so. Weiß man's? Weiß man nicht. Oder dass man riesige Schränke hinstellt oder so. Vom Platz her würde das ja reichen, wenn ich mir hier so den Hintergrund angucke. Oh ja. Lululul. Was haben wir dafür jetzt gekriegt? Was kriegt man für die Wolfsquest? Eine hausgemachte Wurst. Und wo ist meine Wurst? Ach, da oben. Also ich meine, ich find's doch ein bisschen arm. Ach Gott, haben wir viele Wolfsfälle. Dass man da nur eine kriegt, aber ja. Ach du, die macht auch 240 HP wieder, ne? Das ist aber für 5 Wolfsfälle? Boah. So, execute. Und jetzt kriegen wir bestimmt was Neues. Was, jetzt wollen sie nochmal welche? 10 Stück diesmal. Okay. Ich meine, geht auch. Hammer. Haben wir alles? Haben wir alle. Haben wir. Quests. Ne, die ist jetzt... Hä? Hä? Die Quest ist jetzt weg. Was steht bei dir noch eine Quest? Ich habe noch Aufgabe Gräber. Gesammelt Baustein 10, Belohnung 5 Ton. Okay. Und 80 Goldmünzen. Okay. Haben wir noch Wolle? Hier liegt 4 Wolle, ja, in der Kiste. Okay. Wunderbar. Das ist gut, dann kann ich nämlich unser Haus weiter ausbauen. Okay. Hör mal. Das ist doch nice. Aber ich muss mir jetzt mal Platz in meinem Inventar machen, sonst habe ich gleich ganz große Probleme hier. Mhm. Wenn ich denn wüsste, dass die Sachen, die ich auf den Boden schmeiße, auch liegen bleiben bis zum nächsten... Ah, jetzt kriege ich auch das Digger-Quest. Und dafür kriegen wir 5 Ton, beziehungsweise Lehm. Das ist immerhin nicht schlecht. Ich brauche bitte nur 10 Stein, beziehungsweise 6 Stein. Dann kann ich das Quest eigentlich auch schon wieder abgeben. Wir haben schon so viel geackert, ne? Und wo sollen wir wissen, dass wir das draufdrücken müssen? haben wir denn noch Steine? Ja, noch über 50 Stück müssten da sein. Ach ja, Mensch. Gell? Wie viele brauche ich dafür? 10. 10, ja. Mach die Truhe zu, ich will da. So. So, den Lehm packe ich dann auch mal in die Kiste dazu. Ja.
Jawohl, dann haben wir auch schon 28 Leben. Den brauchen wir bestimmt dann fürs nächste Quest. Das wird doch so kommen. Eindeutig. Jetzt sind wir hier aber am Power-Level, mein Freund. Naja, ich habe aber noch kein Level abgekriegt. Das ärgert mich. Nee. Das macht mich furios. Aber Patte kriegen wir dafür. Mhm. Ja, das verlieren wir dann aber wieder, weil wir so oft sterben. Dafür können wir wenigstens so Carpenter-Quest, da brauchen wir 2 Bretter und dann kriegen wir 5 Lampen. Cool. Cool. Hätten wir das gewusst, ne? Ah, aber... Ja, komm mal her, ich habe hier die Bretter in der Tasche. Okay, ich komme. Wie immer in einzigartigen Warpfaktor minus 5000. Das habe ich dir auf den Boden geschmissen. Wunderbar, wunderbar. Da werde ich es am besten finden, spätestens wenn ich drüber stolper. Aber dann sage ich, den Zahn, den habe ich einfach wieder bei einer Schlägerei verloren. Das klingt männlicher, wie ich bin über die Bretter gestolpert. So, die Firma dankt. Nein, ich will mich nicht zurückbeamen. Ich klicke immer erst auf den Kompass oben. Okay. Execute. So, und jetzt kriegen wir bestimmt gleich wieder was Neues. Es dauert vielleicht nur ein bisschen. 362 Gold. Hm. Weißt du, was eigentlich schon lange nicht mehr passiert ist? Nee. Untote, die unsere Burg angreifen, also unser kleine Festung. Nee, deshalb, ich will ja jetzt Seile herstellen, damit ich unser Haus vergrößern kann draußen. Mhm. Ich würde das jetzt gerne so Haus, Zaun, und so? Wachturm in der Reihenfolge immer ausbauen. Mhm. Und dann funke ich irgendwann zwischen rein und dann haben wir wieder keinen Überblick. Genau. So, Met. Ja, also Met muss man sich hier brauen können. Ich hoffe doch mal, dass es geht. Aber das zählt doch dann nicht als Alchemie, oder? Was? Ja, Alchemie könnte man langsam mal bauen. 5 Steine, 5 Stroh, 5 Timber. Also 5 Hackholz. Das ist kein Problem. Das müssten wir doch locker haben, ne? Ja, das haben wir aber locker vor. Oh, dann gehe ich gerade mal mit, weil das will ich mir angucken. Oh, Brauerquest. Wir sollen Bier trauen und dann kriegen wir Flammenteer. Und 130 Münzen. Ich hab Met hier stehen. Bei mir steht Bier, aber vielleicht haben sie das anders übersetzt, ne? Weil, keine Ahnung. Ja. Aber die Germanen haben doch sowohl Bier als auch Met gebraut und getrunken. Ich brauche jetzt erstmal das Stroh, wenn du sagst, wir brauchen das Stroh. Ja. Ist schön, dass man sich so unterhalten kann, ne? Dann baue ich jetzt unseren Alchemieraum. Und ich folge dir. Die sind aber, hör mal, wirklich auch handwerklich fit, ne? Ja, muss man ja sein, wenn man auf Kaperfahrt geht. Bausteine fehlen mir. Scheiße, die habe ich vergessen. Und ich habe auch keine dabei. Kommando zurück. Ja, dauert ja nicht lang. Mhm. Bin ja gleich da. Ja, Irmgard, lass dir Zeit. So, da bin ich. Wie funktioniert dieser Haare Charm? Ich würde es zu gern wissen, wie das Karnickel funktioniert, weil pro Sekunde 2 Gesundheit, das wäre zwar nicht viel, aber man könnte sich immer wieder hochheilen und dann das nächste Wildschwein platt machen. Ich habe ja auch so ein Schafamulett mit 2 Sekunden, 2 LP pro Sekunde. Ich glaube, wenn wir heute fertig sind mit Aufnehmen, ich gucke einfach mal nach, wie das geht. Weil 2 LP pro Sekunde über 360 Sekunden sind immer noch über 700 LP, HP, ne? Na. So. Yo. Es rumpelt. Klingt, als würdest du ein Alu-Regal von Ikea aufbauen. So, was können wir denn hier? Met. Sieht auch mehr aus wie ein Bier. Dafür brauchen wir die Eicheln. Ja. Okay. 2 Eicheln, hol mal schnell. Und die Dope Roots. Okay. Und die Dope Roots. Das Problem ist, die Dope Roots liegen rechts und die Eicheln liegen links. Ehrlich? Ich glaube ja. Top. Naja, Teamwork, ne? Dope Root. Nee, hier kann ich nämlich auch noch ein Metflakon herstellen. Mhm. Mit dem Honig, den ich eingesammelt habe. Ja, Dope Roots habe ich 11, aber die Eicheln sind nicht hier. Mist. Ja, gut. Dann Aufi. Rettungstruppe, Aufi! Ich bin Samson. Wie viel brauchen wir einen, ne? Ein Bier, glaube ich, nur. Ja. Also machen wir 2. Ja. Okay.
Lalalere, lalalere. Dann brauchen wir auch nur eine Eichel jeweils, oder wie? Ne, zwei Eicheln und eine Dope Root, glaube ich. Okay, gut. Pro Glas. Ja, Dope Roots habe ich einfach mal alle mitgenommen, aber die Eicheln, die nehme ich jetzt zahlengenau mit. Deutsche Gründlichkeit. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Tee. Das ist eine gute Idee. Es reimt sich sogar. Trinke den Tee, gute Idee. Weil trinken ist ja wichtig. Ja. Ist bekannt. Und wenn man so viel redet auch wie wir, dann verliert man ja über den Mund auch eine Menge Feuchtigkeit. Mein Herr Doktor hat auch gesagt, zu jedem Essen trinken Sie bitte immer einen halben Liter irgendwas. Und damit wir hier nicht dehydrieren, während wir sprechen. Das erste Bier ist fertig. Ja, das schnappe ich mir direkt. Da sieht wirklich mehr aus wie Bier, allerdings Met kann theoretisch auch ein bisschen schäumen. Ja, weiß ich ja, aber. Wenn es gerade noch am Gären ist und so. Naja, weil es gibt halt ein Stück weiter, gibt es ja auch noch dann den Flakon mit Met. Flakon also superieur. Den Met-Flakon. Und der wird ja auch dann wirklich aus Honig hergestellt. Mhm. Ja, von daher denke ich, dass Sinn, das einfach im Deutschen Übersetzungsfehler war. Ja, da hat jemand nicht aufgepasst. Na. Das können wir ja auch in unsere Mail dazu schreiben. Was wir da nicht alles... Was machen wir jetzt mit dieses brennbare Harz? Ja, gute Frage. Ach, ich habe das Quest noch gar nicht eingelöst. Sollte ich mal machen. Weil dann kommt bestimmt wieder das nächste. So. Dauert jetzt wieder 10, 20 Sekunden. Das Spiel hat langsame Heartbeats. Brennholzleuchte. Wie nennst du mich? Das ist bestimmt für unter Tage. Vielleicht, wenn wir da unten ausleuchten, kommen dann auch keine Viecher mehr, hä? Gut möglich. Schwerer Helm. Dafür kriegen wir einen Schuppenpanzer. Okay. Hör mal! Ich geh mal kurz gucken, was wir für einen schweren Helm brauchen. Okay, viel Spaß. So ein Schuppenpanzer wird mir auch am Gefallen dran sein. Den würde ich auch gern tragen. Überall am Körper. Ja. Überall. Und dann gehe ich zu Asgards Next Topmodel. Schwerer Helm. Dafür brauchen wir zwei Wolle und vier Eisenbarren. Na, hör mal, das haben wir doch. Aber warum hockt dieser beschissene Loki in der Jury? Das haben wir doch. Zwei Wolle. Blacksmith. Und vier Eisenbarren. Na, zum Glück haben wir noch vier Wolle. Scale Harness. Oh. Schön. So, Eisenbarren müsste ich hier auch noch irgendwo hingelegt haben. Hoffen wir es. Nee, wir haben noch Eisenerz eine Menge. Ich dachte nur, ich hätte hier auch noch den blanken Barren noch irgendwo rumliegen. Aber dann nehme ich halt das hier mit und mache einmal Eisenbarren. Mhm. Das ist kein Problem. Ich gehe mal wieder ein bisschen unter Tage und guck auch gerade mal so ein bisschen, damit wir unseren Eisenerznachschub dann auch haben. Ich höre im Moment keine bösen Viecher noch. Oh, eklige Spinnen und es sind mehrere und die sind größer als die letzten. Jury, keine Elder Pink Viecher. Spider. Oh. Boah, nein, die packe ich so nicht. Naja, okay, die kann man teilweise mit einer ähnlichen Taktik wie den Troll fertig machen. Ich glaube, hier gehe ich wieder drauf. Obwohl, sie hat aufgehört, mich zu verfolgen. Dann esse ich schnell ein Brot. Und, was noch? Smoked Meat, so, und dann müsste ich die eine packen und die andere ist schon so gut wie tot. Dann geht das, ja. Und verliert bitte was Gutes, ihr Schweinehunde, Kackspinnen. Die verlieren wirklich was. Spinnenfleisch, Alter, igitt. Rosanes Spinnenfleisch mit Schuppen. Ja, da gehen wir erstmal mit dem Schaumershampoo drüber. Ich sehe schon, ich muss den Badum-Sound-Effekt wirklich sehr oft einsetzen diesmal. So, schwerer Helm, fertig. Schwerer Schwelm. Tausche Helm gegen Schuppenpanzer. Du musst auch noch so einen schweren Helm für mich dann machen, ne? Der liegt da schon. Ach so, super, ja. Okay. Verteidigung plus 5. Keine Spinnen, aber dafür mal wieder ein Pilz, wer hätte es gedacht? Immerhin macht er doppelte kritische Trefferrate. Mhm. Sonst haben wir nichts gewonnen.
Aber so langsam hätte ich wirklich gern mal ein Level Up. Wenigstens irgendeins, damit man mal sieht, dass wir Fortschritte machen, ne? Weil das wird doch nicht von den Quests abhängig sein, oder? Das wäre doch... Also irgendwie wäre das blöd. Nein. Weißt du, was ich jetzt gleich mal mache? Nächste Folge? Naja, einmal das und dann wackel ich auch mal in die Stadt und verkaufe Kram. Ach so, da muss ich einfach mal mitkommen. Hallo, Lemmy! Ach, die sind gerade auf dem Flur vom Gassi reingekommen. Okay. Aber hier so ein Scheiß wie jetzt mein alten Jägerharnisch und so. Ne, das ist ja jetzt, kannst du ja jetzt nicht mehr gebrauchen. Ich habe noch einen Troll gefunden. Huhn. Aber, naja, muss ja im Moment nicht sein. Nee, das heben wir uns noch was auf. Für die nächste Aufnahmesitzung, damit wir da wieder einen Boss zum Besiegen haben. Wir brauchen ein Huhn, dann kriegen wir 3 gebratene Hähnchen. Da müsste irgendwo noch eins in der Truhe liegen. Ja, tatsächlich. 2 sogar. Die hatte ich mal gefangen, aber wir haben jetzt keine Fallen mehr, das ist doof. Ja, macht nichts. Aber die müssten wir sich ja eigentlich aus Zweigen und ein bisschen Stroh oder so basteln können, ne? Hab doch jetzt einen Huhn. Ach nee, das ist ein Hähnchen. Wo ist denn der Unterschied? Das eine legt Eier und das andere legt Federn. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt erstmal die Folge dicht, würde ich sagen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Es gibt ja keinen Endscreen, also bis dann. Tschüss. Tschüss. Mir gibt's ja wohl sehr wohl einen Endscreen.